Hallöchen! Im heutigen Video würde ich gerne über meinen Lieblingsmanga aller Zeiten, Berserk, reden. Natürlich spoilerfrei und ich möchte einige Fragen beantworten, wenn du vielleicht Berserk noch gar nicht gelesen hast. Nämlich, warum solltest du Berserk lesen? Warum solltest du es vielleicht nicht lesen? Was finde ich so gut an Berserk? Und womit solltest du eigentlich anfangen? Weil es gibt so viele Versionen von Berserk, also Auflagen, die unterscheiden sich inhaltlich sehr wenig, aber was ist denn vielleicht die sinnvolle Wahl, um Berserk zu sammeln, um es zu kaufen oder um es generell zu lesen. Das war eigentlich schon alles, was ich am Anfang dazu sagen möchte. Und ich würde sagen, wir wechseln die Perspektive. Ich rede weiter, erkläre alles zu Berserk, mache eine Review, die spoilerfrei bleibt. Und wir gucken uns genau die verschiedenen Versionen an und was ich dazu sagen möchte. Bevor ich jetzt in die Panels gehe, möchte ich gleich noch eine kleine Warnung aussprechen. Teilweise werden wir hier sehr explizite Darstellungen sehen. Es könnte sein, dass der ein oder andere eventuell Panels erblickt, die er nicht so gut verträgt. Teilweise könnte es sein, dass wir Rape-Thematiken sehen, also Vergewaltigungskontent, dass wir Gore und sowas sehen. Aber ich werde da ganz schnell durchblättern. Das heißt, ich werde jetzt nichts lange fokussieren, außer ich möchte eine bestimmte künstlerische Ausdrucksweise zeigen. Die werden aber triggerfrei bleiben, keine Sorge. Und ja. Ansonsten viel Spaß. So, um erstmal ein grundlegendes Verständnis dafür zu entwickeln, wie ihr Berserk lesen sollt, was ist das überhaupt für ein Werk, wie viele Bände hat es, wie viel kostet es und um euch auch ein paar künstlerische Dinge zu zeigen, habe ich mir hier, wie ihr seht, drei Bände hingelegt. Das ist einmal der Band 1 der Max Edition, den ihr quasi für, ich glaube, 10 oder 12 Euro kaufen könnt. Da sind dann immer zwei Bände Berserk drin, ist also ein relativ gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Dann hier einmal Band 14 der Maxi Edition, weil ich euch danach zeigen möchte, wo es künstlerisch hingeht, wo die Reise euch eigentlich hin verschlägt und was eigentlich so krass ist. Und dann von Panini zugeschickt und danke dafür nochmal an dieser Stelle, auch wenn das jetzt keine Werbung ist oder dergleichen, weil ich meinen Soll da schon erfüllt habe, die ultimative Edition von Berserk. Die kostet 19 Euro, also schon gut 9 Euro mehr, beziehungsweise teilweise 7 Euro mehr, je nachdem, welchen der Max-Bände ihr euch holt. Und da möchte ich einfach mal klarstellen, ist das überhaupt der Weg, um mit Berserk zu gehen? Ist das der Weg, es anzufangen, zu sammeln? Ist der Payoff, diese 7 Euro mehr, ist es das wert? Und das beantworten wir auch auf jeden Fall. Was ich aber zum Grundwerk, diese Frage beantworten wir am Ende, wenn ich euch dann genaueres zeige. Was ich zum Grundwerk Berserk an sich sagen möchte, ist, Berserk ist eine Geschichte, die noch nicht abgeschlossen ist. Der Mangaka Kentaro Miura allerdings ist leider Anfang des Jahres oder ich glaube Ende letzten Jahres verstorben und konnte sein Werk nicht mehr beenden. Inzwischen ist es so, dass sein bester Freund Koji Mori das Werk weiterführt und noch beendet für den letzten Arc und den aktuellen Arc noch beendet, der da leider ausgeblieben ist. Das heißt, aktuell kriegt ihr 20 Max-Bände und Band 41 von Berserk, der dann quasi, na, ihr müsst ja bedenken, in einem Band sind immer zwei Bände, das heißt, das ist Band 1 und 2, 20 Max-Bände bis Band 40 und Band 41, den ihr einzeln kaufen könnt, ist dann der aktuellste deutsche Berserk-Band. Wenn wir jetzt mal anfangen, durch Berserk zu blättern, merken wir direkt, okay, der Manga ist 1989 erschienen. Die Zeichnungen, also wenn man hier anfängt, denkt man sich schon, was ist eigentlich los? Ich habe gar keine Info, ich weiß nicht, was abgeht und ich werde in so ein Szenario geworfen. Guckt euch das an. Und man merkt auch, die Zeichnungen, würde das heute so rauskommen, würde das zerrissen werden. Das ist zwar schon gut, aber es ist halt 1989. Die Proportionen sind noch sehr unausgereift. Miura war selbst noch sehr jung und er hat da einen Manga gezeichnet, dem man das einfach auch ansieht. Was ich aber sagen muss, ist, dass es verrückt ist, Berserk durchzublättern und zu merken, wie viel Einflüsse in der modernen Fantasy, Dark Fantasy Kultur, die wir so kennen, das ist übrigens ein sehr, sehr legendäres Panel, da eingeflossen ist. Also wir haben hier teilweise Szenarien, die an Game of Thrones erinnern. Wir haben hier sehr, sehr viel Wesen, die wir in den Dark Souls spielen oder auch in Elden Ring und sowas wiederfinden werden, eben weil Miyazaki, der ja diese Spiele macht, ein sehr großer Berserk-Fan ist, das hat er auch schon öfter gesagt. Und wir sind hier in einer sehr dunklen Fantasy-Welt, die einfach mit abstrakten Monstern, mit sehr, sehr, sehr weirden Gestalten aufwartet und sehr, sehr düsteren, brutalen Kämpfen. Wenn wir hier einfach mal ein bisschen rumblättern, hier, das ist übrigens auch ein sehr, sehr schönes Panel von Puck. Puck ist die kleine Elfe, die Guts quasi begleitet und immer so ein bisschen die Ernsthaftigkeit aus der Story nimmt und ein bisschen so, Spaß reinbringt. Aber auch sehr wichtig für die Story und ein sehr guter Charakter. Ich möchte dazu sagen, dass es wirklich nichts für jeden ist, ne? Und das ist der nächste Punkt. Wir haben hier teilweise Gestalten, die so düster, vielleicht ein bisschen gore-mäßig, eklig gezeichnet sind, auch überzeichnet, dass man sich denken könnte, uff, ist vielleicht nichts für mich. Und das ist komplett in Ordnung, wenn man das denkt. Warum ist Berserk jetzt dennoch, trotz dieser Kontroversen, mein Lieblingsmanga? Und warum würde ich dir empfehlen, den zu lesen, wenn du vielleicht nicht so zart beseitigt bist? Es ist ganz einfach. Am Anfang, wenn man hier reingeworfen wird, weiß man gar nicht, was abgeht. Deswegen empfehlen viele, mit dem nächsten Arc anzufangen. Aber ich sage, das ist
der beste Weg, bei Band 1 anzufangen. Danach kriegt ihr dann quasi im nächsten Arc alles erklärt, was zu dem Anfang geführt hat, und dann habt ihr diese ganzen Fragen beantwortet. Das ist nicht so, dass ihr euch irgendwie denken müsst, oh nein, ich habe gar keine Ahnung, hätte ich vorher noch was lesen müssen. Nein, das wird alles im Nachgang beantwortet. Keine Sorge, wenn ihr einfach weiterlest, wird irgendwann ein sehr befriedigendes Ergebnis bei rumkommen. Und ich finde auch, Berserk entfaltet seine wahre Schönheit eigentlich erst, wenn man es das zweite Mal liest tatsächlich. Beim zweiten Mal merkt man so viele Sachen, die einem vielleicht beim ersten Durchgang gar nicht aufgefallen sind. Das ist einfach schon wieder absurd. Jetzt muss man aber ganz klar sagen, diese Geschichte ist brutal. In dieser Geschichte kommt Vergewaltigung sehr oft als erzählerisches Mittel vor. In dieser Geschichte ist sehr, sehr, sehr viel Gore, sehr, sehr viel Splatter, sehr, sehr viel Brutalität drin. Und das ist nicht für jeden was. Es ist aber sehr oft so, dass diese Elemente benutzt werden, um die Geschichte voranzutreiben. Es ist wirklich nie irgendwie sinnlos, dass man sich jetzt dachte, ah, da musst du jetzt in eine Vergewaltigungsszene rein, damit man Brüste sieht. Nein, es hat meistens einen sehr, sehr, sehr großen Sinn, warum das alles passiert. Und wenn ihr jetzt sagen würdet, hey, das sah schon ganz cool aus, aber das ist mir persönlich zu alt. Ich kenne keinen Mangaka, und deswegen ist das auch nochmal sehr schade, der sich so verbessert hat im Laufe seiner Zeit wie Miura. Miura hat am Anfang schon für die damalige Zeit gut abgeliefert, aber ich zeige euch jetzt mal ein Panel aus Band 14. Dieser Zeichenstil, vielleicht stelle ich eins aus Band 1 daneben, damit wir einfach mal den Unterschied sehen. Wenn wir hier dieses Panel uns nochmal anschauen, das ist ein solides Panel für die damalige Zeit, ich fokussiere es mal, aber es ist halt relativ simpel. Es ist, und dann haben wir in den neueren Berserk-Bänden Panels wie diese hier. Na, das ist eines der besten Miura-Panels überhaupt. Dieses Detailreichtum, es ist einfach ein Kunstwerk, was man da hat. Es ist, man hat das Gefühl, man guckt gerade Kunst an. Und auch Berserk ist nicht von Kritik gefeilt, ne? Es ist sehr oft so, dadurch, dass es so detailreich ist, dass man in Kampfszenen teilweise gar nicht mehr durchblickt und teilweise gar nicht sieht, was da genau passiert. Ja, das ist teilweise ätzend, teilweise sorgt das dafür, dass man die Kampfszenen einfach ein bisschen überspringt und ja, vielleicht sich denkt, ich habe jetzt keine Lust, 15 Minuten rauszufinden, was passiert. Es gibt Leute, die sind so passionate, dass sie sagen, hey, man muss sich das halt lange anschauen, um das zu verstehen. Ich persönlich möchte eigentlich, weil die Story so gut ist, immer nur, guckt euch das an. Das ist enorm. Also das könnte gefühlt in einem Museum hängen, aber zum einfach mal zwischendurch lesen ist es eigentlich nichts. Dazu ist es einfach zu komplex. Was ich aber definitiv sagen muss, ist, diese Geschichte, und das meine ich jetzt komplett ernst, und deswegen, selbst wenn ihr vielleicht Angst habt, dass das zu brutal für euch sein könnte, versucht euch reinzulesen, ihr werdet belohnt. Für mich war es am Anfang auch sehr brutal, aber diese Geschichte, die hat für mich persönlich, und deswegen ist es mein Lieblingsmanga, obwohl ich 20th Century Boys und Monster mindestens eigentlich genauso gut finde, die hat keine Schwächen. Es ist für mich so, dass ich bei Berserk nie weiß, was passiert als nächstes. Ich weiß nie, wo geht die Reise hin. Ich weiß jetzt aktuell auch nicht, was passiert als nächstes. Ich kann nicht predikten, was passiert. Und es passiert so oft. Guts ist wahrscheinlich der beste Hauptcharakter, der jemals in Animanga existiert hat. Man leidet mit diesem Mann mit. Jeder Verlust, den er macht, den macht man selbst durch. Jeder Sieg, den er hat, da freut man sich kurz. Und dann weiß man, im nächsten Moment wird ihm doch wieder alles entrissen. Und diese Aussage, die man auch von diesem, guckt euch diese Panel an, die man von diesem Manga mitnehmen kann, einfach, das gilt für jeden Charakter. Jeder Charakter, der hier vorkommt, sei es der Hauptcharakter Guts, sei es Griffith, sei es Casca, sei es der kleine Isidro. Die Hauptaussage, die man hier mitnehmen kann, und das ist eigentlich die Aussage, die euch jeder Shonen vermitteln will, aber Berserk als Seinen macht das, finde ich, am besten, ist, nicht aufzugeben. Guts hat ein Ziel und dieses Ziel scheint simpel zu sein und er gibt nicht auf. Egal, wie oft er zurückgeschleudert wird, er gibt nicht auf. Und die Geschichte ist an keinem Punkt jemals vorhersehbar. Ihr werdet nie wissen, was im nächsten Kapitel passiert, weil Miura sich so viele Sachen ausgedacht hat, die einfach nur insane sind. Und ich muss sagen, wenn man mit dieser Brutalität zurechtkommt, wenn nicht, ist es sehr schade, weil man verpasst eine der besten Geschichten jemals. Aber ich kann es respektieren, weil es ist einfach sehr, sehr brutal teilweise in der Darstellung. Und nicht jeder kann damit umgehen, wenn da irgendwie Charaktere vergewaltigt werden und dergleichen. Aber die Geschichte, die man hier kriegt, dieses Universum, das ist so deep und ich würde gern deepere Videos machen, wo ich erkläre, wie diese ganze Welt funktioniert, die Godhand, die Antagonisten, das wird alles teilweise nicht erklärt und man fühlt sich ein bisschen reingeworfen und denkt sich, hey, müsste ich mich dazu jetzt irgendwie anders belesen? Und ja, muss man teilweise, wenn man alles verstehen will, aber auch wenn man das nicht macht, wird man eine geile Erfahrung haben. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu Berserk, immer gerne stellen. Ich habe echt Lust, ein eigenes Video zu machen. Jetzt aber die Frage, wenn ihr jetzt überzeugt seid, anzufangen mit Guts Reise,
dann, welche Editions holt ihr euch? Es gibt die Max Edition, es gibt die Ultimative Edition, es gibt sogar noch eine Deluxe Edition, die 50 Euro oder 45 Euro kostet, die so richtig gebunden und groß ist. Die holt ihr euch bitte nicht, weil das ist nämlich was für Liebhaber. Das ist nichts für jemanden, der Berserk zum ersten Mal liest. Das ist einfach sinnlos. Und da sind wir jetzt ein bisschen im Zwiespalt. Ich habe ja bei 20th Century Boys schon diese ultimativen Editions von Panini vorgestellt. Hier ist es das Gleiche. Wir haben so einen Plastikeinband, den können wir abnehmen, weil der nervt einfach beim Lesen. Kommt von außen allerdings ziemlich cool und wirft so einen Schatten auf das Buch. Und dann haben wir hier dieses recht schöne Cover und vor allem das sehr, sehr schöne Backcover. Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt so gut sieht. Jetzt auf jeden Fall. Die Max Editions machen optisch nicht so viel her. Also ich finde die Cover meistens irgendwie nicht so gut gewählt. Ich finde auch hier, die sind einfach... Also, Berserk hat so viele schöne Zeichnungen und dann hauen sie mir teilweise solche Cover rein, die ich einfach schrecklich designt finde. Das ist persönlich, ich finde, die sehen nicht gut aus. Aber das ist hier natürlich anders. Das sind sehr, sehr schöne Artworks von Miura selbst und die sehen sehr, sehr gut aus. Die machen sich auch im Regal sehr, sehr gut. Der Rücken, da habt ihr dieses Berserker-Mal drauf. Hier habt ihr einfach natürlich dieses, ne? Es ist ein Unterschied. Das hier ist größer und das macht beim Lesen auch nochmal einen Unterschied. Weil wenn wir uns jetzt mal... Wir schlagen es hier auf, wir sehen hier direkt zwei Farbpanels. Das ist leider sehr schade und deswegen finde ich es sehr schwach, weil das sind die einzigen Farbpanels. Es ist nicht so, dass wie bei 20th Century Boys oder Monster wir mittendrin kolorierte Farbpanels haben. Und ich finde, das kann man von der ultimativen Edition von 19 Euro schon erwarten. Wenn wir jetzt aber hier mal bei beidem die erste Seite aufschlagen, sehen wir im Direktvergleich eigentlich schon, es ist einfach größer. Und Berserk hat gerade in späteren Kapiteln teilweise so detaillierte Paneling. Also es hat so... krassen Zeichenstil, dass es schon immer besser ist, es größer zu sehen, weil dann teilweise tun die Augen weh, wenn man es auf so diesem kleinen normalen Manga-Format sieht. Das heißt, geht ihr jetzt den Weg, fast 20 Euro pro Band zu bezahlen, um diese Deluxe Edition zu haben? Meiner Meinung nach, ich werde ihn jetzt im Nachhinein gehen. Erstens, weil Panini mir den ersten Band zugeschickt hat, was ich sehr nett fand und ich jetzt meine Sammlung einfach aufhübschen möchte. Zweitens, weil Berserk mein Lieblingsmanga ist. Würde ich diesen Weg für einen Manga gehen, der nicht mein Lieblingsmanga ist, vielleicht nicht mal Top 10, vielleicht mag ich den gar nicht so oder vielleicht weiß ich es noch gar nicht, dann nein. Dann ist meine Empfehlung, die beste Variante Berserk zu lesen ist wahrscheinlich die Max Edition. Es ist die günstigste, ihr kriegt das meiste für euren Content und das hier ist wirklich... für Liebhaber, wenn man sagt, hey, ich möchte das richtig schön in meinem Regal haben, weil hauptsächlich ist es natürlich das Äußere, was schön aussieht. Innen drin wurde leider nicht so viel gemacht. Es gibt keine großen Farbseiten außer zwei Stück. Und es lässt sich angenehmer lesen, weil es größer ist. Wenn ihr aber schon wisst, Berserk wird euch gefallen, dann spart euch erstmal das ganze Geld hierfür auszugeben und steckt es vielleicht direkt da rein. Das sind meine zwei Takes. Und diese 50-Euro-Edition, diese eingebundene wirklich... Das ist eine Liebhabergeschichte. Das würde nicht mal ich machen und es ist mein Lieblingsmanga. Wenn ich es geschenkt kriegen würde, irgendwann vielleicht, aber ich denke mir, das sind 20 Bände Deluxe, das sind 1000 Euro. Also, dafür könnte ich mir echt einige andere Pike reinkaufen. Das war's mit meiner Review zu Berserk. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Kommentar oder ein Like da oder abonniere den Kanal für den YouTube-Algorithmus, was auch immer. Empfehl's vielleicht deinen Freunden, die sich unsicher sind, ob sie mit Berserk anfangen sollen oder dergleichen. Und ansonsten, wir sehen uns. Ciao!